So, liebe Leute, ich habe, wie im ETS schon angekündigt, meine Pedalerie repariert. Und ich habe mir gedacht, ich fahre mal zum Test diesen LKW zum Bauhof, um mal zu schauen, wie das Ganze läuft. So, ich war jetzt am falschen Bauhof. Das Navi hat mich falsch gelotst. Beziehungsweise ich habe den falschen ausgesucht. Wird nur eine ganz kurze Fahrt, kein Gameplay oder sowas, nur um zu gucken, wie es funktioniert. So, sanfte Bremsung auf jeden Fall. Und die Karre steht auch, die fährt weder vorwärts noch rückwärts. Cool. So soll es sein. Es poltert auch nichts. Aber das kann auch mit der... Ups, das kann aber auch mit der Synchro zu tun haben, die wir im Multiplayer haben. Aber das klappt. Das sieht alles richtig, richtig gut aus. Fühlt sich auch gut an. Bremse so ein bisschen... träge tatsächlich, aber das ist nicht schlimm. Ist quasi wie im echten Leben. Einmal auf die Seite rüber. So. Da ist auch rot. So blitzen sie einen nicht. Das sieht doch richtig gut aus wieder. Schön. Ich glaube, die Potis waren schon die Idee länger kaputt. Mal sehen, dass ich bei Gelegenheit nochmal einen Satz bekomme. Aber das ist echt toi, toi, toi. Top. Gut gelaufen. Theoretisch könnte ich natürlich jetzt gucken, was sind das für welche. Ah, das mache ich auch. Ich habe die jetzt schon in den Müll geschmissen. Ich glaube, ich hole die nochmal raus. Schau mal, ob da was draufsteht, was das für welche sind. Und dann kann man die ja bestimmt auch beim Elektronikfachhandel vielleicht kaufen. Junge, fahr doch einfach um die Ecke, Mensch. Schlafen ein beim Abbiegen. Aber gut, das ist mal eine schöne Testfahrt auf jeden Fall. Cool. Ja, ich bin begeistert. Echt. Bin begeistert. Ich schlafe noch bald ein beim Abbiegen, oder? Du fährst auch gerade so schnell mit deinem Auto, dass du nicht umkippst. Das Ding hat 4 Räder, Mann. Die fahren 30. Die fahren nicht mal 50 hier. So, hier muss ich abbiegen. Mal gespannt. Ich meine, als Auftrag hätten wir hier noch irgendwo mal gehabt, eine Konzertbühne oder sowas. Das ist geil. Das ist geil. Cool. Funktioniert. Ui, ich glaube, das war jetzt Rotblitz, oder? Ja, da bin ich jetzt so ein bisschen
zu weit gewesen. So, weil hier, und ich habe gedacht, da kann ich diesen den LKW schon mal hinfahren. Hier kriegen wir nämlich irgendwo unseren Rollrasen und so wie das aussieht, steht er da sogar schon. Und was ich festgestellt habe, das Lenkrad beeinflusst sogar den Joystick. Das heißt, die Pedalerie in dem Fall, auch der Joystick, läuft wieder butterweich. Ich glaube, da stand der Rollrasen schon. Kann das sein? Nee, doch nicht. Oder? Nee, doch, daher, guck mal. Mehr Rollen sind das nicht. Und er steht. Guck mal, er rollt nicht. Er steht tatsächlich. Wisst ihr, was wir machen? Dann können wir das in der nächsten Folge abholen. Ich werde das mal eben aufladen. Ich kann das Ganze mal antesten hier. Na komm schon. So. Eventuell passen die sogar alle drauf. Ja, wunderbar. Guck dir das an. Das lässt sich alles wieder... Das lässt sich alles wieder gescheit steuern. Wahnsinn. Gucken, ich weiß gar nicht, wie hoch ich bin. Sehen, dass ich das direkt da schön hinterpacke, Mann. Perfekt. Ja, also so beeinflusst ein Steuergerät das nächste, ne? Kann man also nicht anders sagen. Wie gesagt, ich lade das Zeug hier noch eben auf und dann... Ups. Wie das aussieht, gehen alle drauf, oder? Nee, das ist jetzt auch keine Folge am Intoxic vorbei. Es geht also wirklich darum, um das mal auszuprobieren. Na komm, geh hoch. Der mag auch keine zwei Dingens gleichzeitig, wa?
Oh, ich bin echt zu wenig. Und ich hoffe, es gehen alle Rollen drauf. Nicht, dass er mir nachher noch eine übrig lässt hier. Das wäre der GAU. Aber das wird klappen. Ja, auch Joystick-technisch läuft es wieder viel, viel smarter. Ja, klar, weil der Joystick im Zweifel auch für vorwärts, rückwärts genutzt wird. Komm, muss ich doch glatt noch mal nach oben, wa? Schön, schön. So, letzte Rolle. Dann haben wir das schon aufgeladen. Ja. Dann mache ich jetzt einfach hier zurücksetzen. Und dann sollte das funktionieren. Perfekt. Den stelle ich jetzt hier hin. So, aussteigen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für dieses kurze Video, dass wir das testen konnten. Ja, und wir sehen uns dann in der regulären Bausimulator-Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.